Schönen guten Tag an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und ich möchte mir gerne mal mit Ihnen heute die Badische Annelin und Sodafabriken anschauen, BASF. Ich nähere mich dem Chart vom 2.1.2012. Vorhin liegt der Chart auf Wochensicht, sprich eine Kerze, eine Woche. Und da fallen mir so ein paar Sachen auf, die ich für durchaus interessant fand. Das High vor ziemlich genau einem Jahr lag bei 98,84 und sie hat natürlich dramatisch verloren, so wie das Covestro, so wie das Bayer auch getan haben. Dieser Bereich hier zwischen 55 und 60 ist auf jeden Fall bestätigt schon von 2016 aus dem April heraus, aber kommt auch noch von hier hinten aus dem Jahr 2012. Ich halte das für rein vom Chart her für eine gute Unterstützung. Von der Bollinger Bändern her ist der Wert noch immer angeschlagen, überhaupt keine Frage. Und das, was wir hier gesehen haben, ist nichts anderes als eine Zwischenrallye oder eine Bear Market Rallye. Das heißt, auf fallende Kurse folgt eine kurze Korrektur nach oben. Was mir gut gefällt auf Wochensicht ist, dass hier das Histogramm von dem Moving Average Convergence Divergence sich nach oben auslehnt. Das gefällt mir recht gut. Auch die traditionelle Sichtweise über die exponentiell gleitenden Durchschnitte ist überwiegend positiv. Der Oszillator, der sich einen schönen Weg nach oben gebahnt hat, ist im Bereich 42, gilt grundsätzlich als positiv. Aber interessanter finde ich den Blick auf den Tag. Als allererstes ziehe ich einen Trend von dem letzten Hochpunkt bis zu dem Hoch, was wir hatten in den letzten Tagen. Alle Chemiewerte, auch Bayer, auch Covestro, hatten in den letzten Tagen, in den letzten 6 Tagen eine schöne Rallye. Ich mache den Chart ein bisschen größer. Wir sind am oberen Bollinger Band gewesen und gehen davon ein wenig runter. Und das Ziel von dieser kleinen Korrektur ist der Bereich um die 20-Tage-Linie. Das ist diese hier etwas dickere. Die BASF hat in diesem Bereich hier, ich mache das Fadenkreuz rein, diese Seitwärtsphase, die sie gebaut hat, verlassen bei rund 60,96 und hat dann einen schnellen Anstieg nach oben gemacht. Ich vermute, ich komme gleich auf die Technik, dass wir diesen Ausbruch hier runter zu dieser 60,96 und damit auch verbunden mit der 20-Tage-Linie, dass wir da noch einmal aufsetzen. Das heißt, im Moment sind wir völlig neutral und es besteht an und für sich gar kein Handelsbedarf. Das MACD im Gegensatz zur Wochensicht fällt leicht ab und ist sogar damit etwas negativ. Und über den Oszillator hier, die Slow Stochastic, ist der Wert auch tendenziell eher leicht negativ, was die Vermutung von leicht fallenden Kursen oder zumindest ein Eintauchen in diesem Bereich nahelegt. Ich finde, es ist ein guter Moment, um sich vorzubereiten, denn dieser Bereich hier ist für mich sehr, sehr wichtig. Wenn die BASF auf der obigen Seite, das heißt bei rund 65, diesen schraffierten Bereich hier verlässt, habe ich als erstes Ziel die 70 und als zweites Ziel die 200-Tage-Linie. Das ist die hier im Moment bei 76,89. Sollten sie hier drunter fallen, halte ich allerdings das Risiko für relativ beschränkt im Bereich 50 vielleicht. Die Dividende bzw. die Hauptversammlung ist am 3.5., das ist gar nicht mehr so weit weg und bei BASF kann man eigentlich immer von einer recht guten Dividendenrendite sprechen. Ich möchte mich gern darauf vorbereiten und dann gehe ich hier links auf BASF mit der Maus drauf, öffne die Derivatebox und ich entscheide mich in diesem Moment für K.O.-Produkte. Ich werde positiv, wie gesagt, wenn wir über der 65 sind, ich werde negativ unter der 57. Ich möchte gern erstmal den Long bearbeiten. Da haben wir einen Long. Im Moment ist es mir egal, ob es ein limitierter oder ein zeitlich unlimitierter Schein ist. Und was ich mir aussuche für den Fall, dass wir über die 65 gehen, ist ein Schein, der hier unten drunter liegt. Dann nehme ich einen gewissen Sicherheitsabstand, das ist dann die 56. Und ich verändere den Hebel. Und ich lande, nachdem ich das hier oben eingestellt habe, mit einem Hebel von 10 bei diesem Turbo Open End. Ein unlimitiert, also zeitlich unlimitiert mit der Basis 55,80 und einem Hebel von momentan 9,17. Die Kennnummer ist die HU6DL1. Dieser Schein liegt also mit seiner Basis hier unten drunter, wo sich gerade eben die Maus befindet und wird dann gezogen, wenn wir über die 65 gehen. Jetzt schauen wir mal nach einem Short.
Der Short kommt dann zum Tragen, wenn wir unter die 57 gehen und schließen und hat eine Basis von 65,50. Da sticht mir diese hier ins Auge. Das ist ein K.O.-Put, auch zeitlich unlimitiert, mit der Basis 65,76. Er hat momentan einen Hebel von 19,99, der wird sich aber dann reduzieren, wenn wir unter der 57 sind. Das ist die Kennnummer HX658D. Das ist erstmal zum Vorbereiten. Momentan bietet sich hier nichts an. Ich würde es mir wünschen, wenn wir runtergehen auf die 20-Tage-Linie in diesen Bereich rein und ich packe mir beide eben genannten Scheine auf die Watchlist. Ich wünsche ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.